Hallo zusammen, heute möchte ich euch eine Spiele-App für Android vorstellen und zwar AirFighters Pro. Pro-Version, weil mir das Spiel ebenso super gut gefällt, deshalb habe ich mir die Pro-Version gegönnt davon. Es gibt auch eine Free-Version, das ist ein Flugsimulator und in der Free-Version habt ihr nur die Möglichkeit, glaube ich, mit der F-18 Hornet zu fliegen. Und ich weiß nicht, ob ihr da noch ein Flugzeug wechseln könnt. Auf jeden Fall in der Pro-Version habt ihr viel, viel mehr Flugzeuge zur Verfügung. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, wie ich meine. Ich möchte auch gar nicht viel rum erzählen. Ich starte es jetzt einfach mal und dann gucken wir mal gemeinsam, wie das Spiel so funktioniert. So, wir haben hier erstmal verschiedene Flugzeuge zur Auswahl. Ich fange mal ganz vorne an. Wir haben hier die F-18 Super Hornet, die ja jetzt die F-14 Tomcat abgelöst hat auf den Flugzeugträgern. Dann haben wir hier die A-6 Intruder. Dann hier mein absoluter Favorit, die F-14 Super Tomcat mit Schwenkflügeln. Eins der schönsten Kampfflugzeuge der Welt, wie ich meine. Gemustert jetzt. Dann die F4E Phantom, die wir auch in Deutschland lange Zeit bei der Luftwaffe geflogen haben. Und ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, die ist jetzt auch ausgemustert worden. Dann haben wir hier den Vertikalstarter, den Harrier. Und dann haben wir hier die F-35B Lightning, auch ein Vertikalstarter. Dann haben wir die MiG-29 zur Verfügung. Wir haben die F-16 Falcon. Wir haben die Su-47, recht schöner und schnittiger Flieger. Und wir haben die F-22 Raptor, die jetzt auch neu dabei ist. So, wir gehen mal wieder auf zurück. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Mission zu fliegen, eine Weltkampagne. Wir können selber etwas planen oder wir können in den Luftkampf übergehen. Ich gehe mal hier auf Planen, weil ich habe eigentlich schon mal was geplant hier in Deutschland. So, was haben wir hier für eine Mission jetzt? Ich muss in Emden, glaube ich, starten und muss dann ein paar Sachen ausschalten und ja, das spielen wir mal. So, jetzt kann ich mir auswählen, welches Flugzeug ich denn haben möchte. Ich würde, welche nehme ich denn mal? Schwierig, schwierig. Tomcat ist ja mein Favorit, aber wir nehmen mal die Phantom. Dann wählen wir noch die Bewaffnung aus und sagen mal Start. Die Mission habe ich jetzt also selber aufgebaut. Dann Flugzeugsteuerung mache ich vollständig. Das heißt, ich habe dann auch die Kontrolle über die Bremsklappen etc. Und Flugmodus auf Normalsimulation finde ich ein bisschen schwierig am Smartphone. Und dann gehen wir mal auf Start. So, ich habe jetzt also meine Starterlaubnis gekriegt. Ich gebe mal vollen Schub. Und starte dann mal eben mit meiner Phantom hier. So, jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt fahren wir erstmal das Fahrwerk ein. So, wir können jetzt einmal so ein bisschen uns hier umschauen, wie das Flugzeug denn so ausschaut. Mal dem Piloten guten Tag sagen. Eine Wahnsinnsrechnerleistung ist das, ne? Also echt phänomenal. Einmal tippen und wir sind wieder hinten auf der Hinteransicht hier oben. Bis weiter. Können wir auswählen, welchen Modus wir haben wollen, ob Simulation oder eben Hinteransicht vom Flieger. Und wenn wir hier einmal so durchwischen, dann können wir praktisch von der Steuerung an die Bewaffnung gehen, können hier unsere Waffen durchschalten, Flaps abwerfen. Und ja, jetzt gehen wir erstmal auf unser Ziel, die Eul 1 in 20 Kilometer Entfernung. Damit die Zeit ein bisschen schneller vergeht, kann man hier ein bisschen Speed reingeben. Und dann sind wir nämlich schon nur noch 14 Kilometer entfernt. Ja, ich kann natürlich schön in den Steigflug gehen. Alles über die Gyroskopsteuerung am Smartphone oder am Tablet.
Und dann machen wir mal eben die Mission hier zusammen. Ganz so schwierig ist sie nicht. Hab ja auch ich gemacht. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall gleich erstmal voraus ein Ölraffinerielager, was wir eben ja, wegschießen. Das Öl 2, da kommen wir nachher zu. Wir wollen jetzt erstmal Öl 1 haben. Sobald der Kreis vorne rot wird, habe ich die Möglichkeit, das im Sucher zu haben, beziehungsweise ich kann meine Rakete abfeuern. Und Treffer, und jetzt sehe ich hier auf meinem Radar, das grüne Dreieck muss ich auf 12 Uhr Position bringen. Dann habe ich quasi das nächste Ziel voraus und dann wieder warten, bis der Sucher bzw. das oder die Erfassung rot wird. Und dann kann ich auch schon feuern. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier Maschinengewehr, verschiedenste Raketen, wobei die AGM-65 hier sehr gut ist. Die findet das Ziel nämlich dann auch automatisch. So, und feuerfrei. Hier oben im kleinen Head-Up-Display sehe ich, wenn die Bomben einschlagen, jawohl. Okay, jetzt müssen wir nochmal ein Lager ausschalten. Das wäre hier hinten. Also wieder ein bisschen hoch. Oh, was sehe ich denn? Ich habe das Fahrgestell noch ausgefahren. Menschenskinder, kein Wunder. Mein Gott, was ein Pilot hier. So, hier vorne haben wir das nächste und Feuer frei. Okay, very good. Fly to your next waypoint and destroy enemy target. So, noch ein Ziel voraus. Und dann können wir gleich auch schon zur Landung ansetzen. So, das Ganze kann man natürlich hier kombinieren mit Bodenobjekten, die man eben treffen muss, mit ja, Luftkampf, mit Abwehrstationen und so weiter. So, wir müssen jetzt nach Emden an den Flughafen. Und so, gehen wir in die Position, 19 Meilen noch. Na, gehen wir mal ein bisschen Zeitvorlauf, damit wir nicht ganz so lange warten müssen. So. Gehen wir wieder auf die Steuerung. Fahren das Fahrwerk mal aus. Treten noch etwas auf die Bremse. Damit wir etwas langsamer werden. Bringen wir unsere Landeklappen in Position. So, jetzt ist die Frage, von welcher Seite kommen wir an den Flughafen ran? Ich glaube nicht, dass wir direkt auf die Landebahn zufliegen. Ich denke mal, wir müssen hier so einen leichten Schwenker machen. So schaut's aus. Hier unten ist auch schon die Landebahn. Und wir gehen auf die Bremse. Schub wegnehmen und weiter bremsen. Und dann ist die Mission erledigt.
Ein wunderschönes Spiel, wie ich finde, was allerdings euch den Akku leer lutscht, weil, naja, es braucht dann doch schon eine ordentliche Rechenleistung. Aber für Flugbegeisterte lohnt es sich auf jeden Fall.